Oh Mann, wenn ich die Monstermassen sehe. Okay, es ist gut für unsere Erfahrung, aber es nervt einfach, weil es immer so lang dauert und dann brauchen wir immer so lange, bis man die Level durch hat. Ja, Watt zum 7. Macht sie doch tot, genau. Stecht sie ab, bringt sie um, schlitzt sie auf, was auch immer. Sind hier nur genug andere da, die ihr schon platt machen können? Oink, wartet ab. Ja, machen wir mal stark. Auf die Olle. 109, das ist ja mal viel hier. Puh. Dass die schon so viel heilt, hätte ich nicht gedacht. Ja, sehe dann halt ein Level ab. Oh, und noch mehr. Zum Glück werden so langsam die Zahlen höher. Dann gehen die Kämpfe auch manchmal schneller vorbei. Schwertempel erster Stock. Leute, ey. Ey. Der Kampf zieht sich. Der Kampf zieht sich jetzt. Das sage ich euch. Wegen den Glatzenwichten. Jawohl. Sauber. Sauber die Wurst. Ja. Als weiter Truff. Die Zornpunkte können nur steigen. Oh. Ich bin gleich wieder da, das Handy geht gerade. Bis gleich. So, bin wieder da. Toll. Wir haben montags, es ist 10 nach 11 und ich werde zu gelabert, gemüllt, was auch immer. Ja, montags 11 Uhr, wir haben heute frei. Rosenmontag. Saugeil. Bin jetzt allein zu Hause bis um 15 Uhr. Wir sind 17 Uhr. Hehehe. Ich bin ein böser Junge. Ja, Formel ab. Nee, ich will nicht immer wieder kämpfen, das nervt. Oh, was ist denn hier? Nein, das ist falsch schon, ich weiß schon. So, hier gibt es eine Schatztruhe. Und wieder Goblins. Und ein Flederstein. Super, das ist ein guter Stein. Den kriegt Seelan. Greifen sie wieder alle hier Leute an. Die können auf den Guy draufhauen, wie sie wollen. Das bringt eh nicht viel. Der Junge hat übelst viele KP. Sehr gut, 72. Ah ja, teure Kraft auf Tiere wieder an. Level up. Signature, Daten. Oh, Scheiße hier, ey.
Sehr gut. So, weiter geht's. Durch die Tür. Ja, Skeletos sind ja nicht mehr so stark. Das ging schnell. So schnell habe ich das gar nicht gerechnet. Oh, was ist hier oben? Dede. Geheimgang. Psychoring. Ja, man muss halt immer öfters gucken, was wo ist und ja. Oh, erhöht die Intelligenz extrem. Senkt allerdings die Magieabwehr. Ich meine, Guy braucht eh keine Intelligenz. Aber Magieabwehr. So, jetzt machen wir das so hier. Jawohl. Jetzt ist auch gut. Sind wir alle froh. Oh nö! Oh Mann! Sehr gut, die Holzgolems sind weg. Sehr gut. Eins. Sehr schön. Hohe Verteidigung. Ja, weiter geht's. Aber ich kämpfe jetzt nicht, weil das würde euch nur nerven. Ja, das ist raffiniert hier. Da muss man wissen, was geht, weil wenn man den falschen Schalter hier nimmt, dann ist man direkt unten im Boden und kommt nicht mehr hoch. Nein, da kommt man schon wieder hoch, aber müsste dann halt eben wieder die Treppe hoch und so ein Blödsinn. So, wieder die Glatzenwichte platt machen. Fumi wird ab. Seht dann gerade 17. Gott, diese Zahlen, ey, die sind so niedrig. Narkose. Geil hier, schon über 220 KP müsste der ja schon haben. Der ist einfach extrem, was das angeht. Wir kriegen später noch so einen, der so derbst viele KP hat. Der hat dann aber auch mit Abstand die meisten, bleibt aber leider nicht lange. Ist aber auch mit Abstand der stärkste. Vom Angriff her. Ja, komm, probier's doch. Kriegst du doch eh den Tod. Jawohl. Und wieder. Ich meine, warum probieren wir uns das überhaupt wieder? Die wissen doch eh, dass wir keine Chance, dass die keine Chance gegen uns haben hier. Und immer wieder einen Truff. Die Rübe kriegen sie sowieso vollgehauen. Aha, so. Jetzt müssen wir solche komische Rätsel lösen. War das so? Und dann. Nein, falsch. Seht ihr, man muss die dann auch noch richtig legen. Genau, so war das. Aha. Gut.
Ja, und hier dürfen wir jetzt, ich glaube. Scheiße. Falsch, darf er nur einen roten nehmen, Mist. So war das genau. Hehe. So, wir können teilen, das heißt, wir gehen Richtung Boss. Das ist doch gut.